Wir schreiben den 15. Hesinde, früher morgen. Nachdem ihr euch die letzten paar Tage erholt habt, seid ihr nun wieder gesundet genug, um aufzubrechen. Wirkliche Lust habt ihr nicht, wisst ihr doch, was euch erwartet. Oder glaubt zu wissen, was euch erwartet. Zumindest habt ihr den maraskanischen Dschungel mit seinen Tierchen schon kennengelernt. Nun allerdings erwarten euch die Gipfel und die Pässe der maraskanischen Berge und das ist unbekanntes Terrain für euch alle. Neben Kampftraining mit dem Schwarzen Bund des Korps könnt ihr unter Kalgar Schmiedegrim trainieren. Etwas weitere magische Schulung für Kasim oder auch für Brintigian, wenn er mag, sodass auch da mit dem Eischwert etwas experimentiert worden ist. Was wohl aber noch nicht ganz so klappen sollte. Man hat sich da dann aber ein paar Abschriften gemacht. Der Halbelf, der Matrose Fejarion, hat sich auch das Gleiten beibringen lassen und ist dabei auch dreimal vom Turm des Krüsi heruntergesprungen, mehr oder weniger von Erfolg gekrönt, zumindest sind seine Knochen nicht gebrochen, sodass er auch reisefähig ist, aber hat da versucht, fliegen zu lernen, was Ephadaios ihm auch gleich tat, was allerdings genauso ungeschickt aussah. Rodrigo konnte zu Genüge mit dem Training der Maraskaner zusehen. Abu Gianida weiß, was sie tut und kämpft komplett anders als du selber. Mit einem Zweihändig kämpft sie, sie hat einen Dolch gezogen und in der anderen Hand einen Nachtwind, entwaffnet sie aus ihrer Parade heraus den Gegner in einer einzigen Aktion und könnte danach quasi jeden in Streifen schneiden, wenn ja, sie ihre Attacken nicht abbrechen würde, denn in diesem Training tut sie es nicht. Die Söldner vom Schwarzen Bund des Korps, die gegen sie mit einem Schwert ziehen, sehen ebenso wenig Land, denn ihre Waffen werden nicht nur weggerissen, sondern komplett zerbrochen, aus einer Parade heraus, innerhalb von wenigen Augenblicken. Ephadaios hat sich von seinen Wunden erholt und steht nun vor der Entscheidung, Magnus hier lassen oder mitnehmen. In den Bergen kann Schlimmeres warten als der Tod. Deine Entscheidung, was tust du? Vor Ephadaios sitzt Magnus und Ephadaios redet auf ihn ein. So Kleiner, ich will dir nichts vormachen. Das, was auf uns zukommt, wird noch gefährlicher als der Dschungel, den wir hinter uns gelassen haben. Deine Entscheidung. Entweder läufst du mir gleich nach, oder du bleibst hier und ich versuche dich auf dem Rückweg wieder einzusammeln. Deine Entscheidung. Alles klar, Magnus. Dann dreht sich Ephadaios um und macht sich bereit, mit dem Rest loszugehen. Ja, wenn du ihm nicht den Befehl gibst, läuft er dir hinterher. Er scheint dich sonst nicht zu verstehen. Dann kommt er mit. Okay. Ja, ob das jetzt seine Entscheidung war oder deine oder die der Götter, man weiß es nicht, aber du bist verantwortlich für dieses Tier. Du hast ihn aufgelesen und wenn du ihn jetzt im Rucksack mitschleppst, deine Entscheidung. Gut. Kasim Läuft schaut erstmal ihn frei etwas rum. überrascht an. Willst du ihn wirklich mitnehmen? Also, ich meine, man hat gesagt, dass das, was jetzt kommt, viel schlimmer ist. Er schaut mal Nun, zum kleinen Hund. dieser Hund ist, wie wir auch, ein Geschöpf der Götter und mit einem freien Willen versehen worden. Ich will ihn nicht bevormunden. Ich glaube, in Hundejahren ist er inzwischen erwachsen. Er hat sich entschieden, mitzukommen. Dann, ich werde natürlich auf ihn aufpassen, aber er ist auch für sich selbst verantwortlich. Es ist ein Hund, Ephadaios. Er läuft dem nach, der ihn füttert. Und wenn Also, ihr wenn in er das, wenn heute ihr ins Nacht. Maul der Niederhölle direkt laufen würdet, würde euch trotzdem vermutlich nachscharwenzeln, wenn ihr dabei eine Wurst im Gepäck habt. Das liegt daran, dass er ein mutiger Hund ist und versuchen würde, mich zu verteidigen. Aber ich Ob hoffe, er er nimmt dir das. deine Worte nicht krumm. Also falls er heute Abend sich an sein Bein neben dir hebt, weiß, was der Grund ist. Was seinen Mut unterschätzt. Ephadaios, du solltest Vermutlich. Mut von Dummheit unterscheiden zu wissen. Wissentlich in den sicheren Tod zu rennen, ohne etwas zu bewirken, ist dumm. Nun, aber es zu versuchen, das ist doch ein nobles Opfer, wenn es denn soweit kommt. Aber dein Hund weiß doch gar nicht, was auf ihn zukommt. Er kann doch gar keine Entscheidung fällen. Nimm das doch bitte nicht an und nimm ihn noch weiter mit. Er hatte doch im Dschungel schon seine Probleme. Wenn er hier bleibt, dann wäre er zumindest bei Ragnar und definitiv sicher. Aber ich habe etwa das Gefühl, dass ihr das, was Magnus für uns ist, das sind wir doch für die Götter.
Wer weiß, vielleicht ist unser Unterfangen in Ihren Augen auch schon, ja, eine Dummheit schlechthin. Aber das können wir nicht beurteilen. Natürlich, Euer Gnaden. Nehmen wir den Hund also mit. Ja, es ist wie gesagt früh am Morgen. Ihr schaut euch noch einmal mit einem vielleicht unguten Gefühl um. Verabschiedet euch von den wenigen vertrauten Personen, die ihr jetzt in der letzten Zeit kennengelernt habt, in den paar Tagen, die euch geblieben sind. Schnappt euch eure Rucksäcke, eure Waffen und dann geht es los. Einige, viele Minuten, die ihr dann in Richtung Westen, in Richtung der aufragenden Berge marschiert, immer noch um euch herum die Ruinen von Exen, die vor vielen Tausenden von Jahren erbaut worden sind und die vor vielen Jahrtausenden auch ja, verlassen worden sind, beziehungsweise man zog dann wohl unter die Erde und lebt dort immer noch. So zumindest sagen es die Geweihten. Nach etwa einer Stunde der Wanderung hier kommt ihr noch ziemlich gut voran, weil es hier immer noch keine Gräser gibt, die nach oben ranken. Das Gras ist ja quasi wie gemäht. Fängt es dann an, dass wieder Schwärze nach oben wuchert. Die Pflanzen werden dunkler, die Vegetation wird dichter und dann taucht ihr wieder ein in den Dschungel. Er ist leicht rötlich, wie er hier sein sollte, aber auch viel das Schwarz, was ihr hier schon in dieser westlichen Region nahe der Berge miterleben konntet. Und wieder wird die Reise anstrengend. Wieder steht euch der Schweiß im Gesicht, die ja, erholsamen Tage, die ihr hattet, wie vergessen, nach wenigen Minuten bereits. Ihr habt neue Wasserschläuche bekommen, in denen dann auch frisches Wasser sich befindet. Könnt viel trinken unterwegs. Und dann wieder dieses Gefühl der Orientierungslosigkeit, diese Hoffnungslosigkeit. Eine latente Bedrohung, die wieder über euch schwebt. Die Wildheit des Gebiets ist auf der Haut spürbar. Es ist drückend schwül. Die Luftfeuchtigkeit ist ziemlich hoch. Zuvor habt ihr das Mückensummen um euren Kopf und die Geräusche. Ja, die Geräusche sind anders. Ihr lauscht noch einmal. Keine Mücken. Nur das Knatschen der Bäume. Ihr könnt hören, wie sie wachsen, wie sie sich strecken. In eure Richtung. Nach euch greifen mit ihren Ästen. Vielleicht ist es nur der Wind. Könnt hören, wie die Pflanzen atmen. Eine äußerst verwirrende Kulisse. Brindijan? Ja. Es ist dir bestimmt aufgefallen, aber irgendetwas hier ist anders. Nun, es ist, wie ich schon angekündigt hatte, so wird es sich jetzt immer weiterentwickeln, bis wir an unserem Ziel angekommen sind. Das ist die Verderbtheit der, wie du sie nennst, Ungeschaffenen, oder? Genau so ist es. Versucht, wenn es nur irgendwie geht, dem nicht zu nahe zu kommen, was nicht ansatzweise natürlich aussieht. Das wird nicht funktionieren, in Gänze, aber versucht es zu. Schon witzig, oder? Wohin man schaut, ist nicht gerade freundlich. Und wir gehen genau in die Richtung, wo es am unfreundlichsten aussieht. Erinnert mich noch Ich einmal empfinde jemand das daran. weniger als witzig. Erinnert mich noch einmal jemand daran, was genau wir in dieser verfluchten Mine eigentlich suchen? Endurium. Mir macht etwas ganz anderes Sorge. Helikara von Brawak äußert sich. Seht doch einmal nach oben. Die Sonne. Sie ist grün. Sollte das so sein, Meister Brindigian? Natürlich nicht. Ich weiß nicht, wie das zustande kommt. Vielleicht sieht sie durch das Blätterdach so verfärbt aus. Oder vielleicht liegt irgendetwas in der Luft, was ihre Farbe ändert. Also, die Sonne ist nicht wirklich grün, oder? Sie sieht nur so aus. Das hoffe ich doch. Aber es ist ja nun die gleiche Sonne, die auch die auf allen anderen Plätzen auf dem Weltendiskus scheint. Vielleicht Zumindest hoffe ich das. schauen wir durch irgendetwas hindurch, was uns die Sonne grün erscheinen lässt, weil diese Pflanzen irgendwelche Dinge absondern oder so. Behütet uns denn der Schein von Praios immer noch, auch wenn er grün ist?
Die Sonne ist nicht wirklich grün. Es ist nur zwischen, ich denke, dass es nur zwischen Praios Schein und unserem Standpunkt etwas ist, was das grün erscheinen lässt. Aber nicht, dass Praios Schein wirklich auch nur andersweise angekratzt wäre. Das liegt an unserem Standort, denke ich. Wir sollten aufpassen, wenn jemand aufs Atmen schwerfällt oder so, vielleicht sollten wir dann sofort reagieren, oder Brindigian? So ist es. Die 12 Geschwister haben ihre Pläne mit uns und die werden auch nicht durch eine grüne Sonne beeinträchtigt. Ja, so gut. Da kann ich nur bedingt zustimmen. Denkt doch einmal daran, wenn ihr in den Wogen des Herrn Effert schwimmt und wenn ihr taucht, dann spürt ihr tagsüber meistens auch noch das Licht vom Herrn Praios. Aber wenn ihr ertrinkt, dann sinkt ihr in Tiefen, wo selbst sein Sonnenschein euch nicht mehr erreicht. Und dann, nun, dann muss man hoffen, dass der Herr Effert sich euch annimmt. Naja, aber ist das nicht das Gleiche, wenn das Wasser nicht mehr blau ist, sondern schwarz oder nachtblau, wie man sagt? Dann ist man ja auch nicht mehr in Efferts Reich. Das ist richtig. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass nun noch erreicht uns die Gnade des Herrn, aber nun, wir sollten die Sonne weiter im Auge behalten. Das könnte sich verschlimmern. Je weiter ihr kommt, desto mehr könnt ihr feststellen, wie sich das Gelände leicht erhebt. Es war die letzten paar Tage immer sehr, ja, sehr geradlinig, sehr eben. Auch wenn der Farn einem die Orientierung genommen hat, aber jetzt könnt ihr einen wirklichen Anstieg bemerken. Und die Vegetation wird wahrlich weniger. Dann könnt ihr zwischen den Bäumen hindurch auch die ersten paar Kakteen erkennen, die hier nach oben wachsen. Oder ein paar sumpfige Berge. Ganz merkwürdig. So sollten keine normalen Berge aussehen. Was euch dann allerdings überrascht, ihr könnt etwas erkennen. Irgendwas vor euch, aus der Entfernung, vielleicht 100 Schritt, eine bunte Gestalt. Das ist ein Körper. Trondelgo macht die Faust nach hinten zum Zeichen, dass alles anhält und kniet sich ab, um das Ganze erstmal zu beobachten. 100 Schritt sind gut. Das ist erstmal eine sichere Sache und ja, abhockenderweise wartet er zumindest darauf, dass die Leute, die sozusagen wichtig sind, langsam zu ihm kommen. Und er gibt noch hinten möglicherweise Kontakt. Brindigian, was ist das für ein Ding? Ist es ein stehender Körper oder liegt da jemand bunt gekleidet? Auf die Entfernung? Am Stamm. Aber das ist definitiv maraskanische Kleidung. Das Problem, was du erkennst auf die Entfernung, er hängt anders herum. Direkt am Stamm. Von oben nach unten. Bewegt sich nicht. Also wie als wenn er einen Handstand macht oder was? Einen Kopfstand? Er hängt am Stamm. Vermutlich ein Widerstandskämpfer, den die Hafayas gekriegt haben. Das glaube ich auch, so klein sich die Hafayas nicht. Können wir einige Schritte außen rum gehen, um uns sozusagen die Umgebung anzuschauen, ohne direkt zu dem Ziel hinzugehen, Frosty? Wenn man mal so links und rechts schaut? Ja, also wie gesagt, die Vegetation ist nicht mehr ganz so dicht, aber es gibt ja auf alle Fälle noch genug Möglichkeiten, um versteckt links und rechts heranzukommen oder auch die Person selbst zu umgehen. Das würde gehen, klar. Ich schleiche mich mal ran an Rodrigo. Du, vielleicht könnte ich mal nach vorne gehen. Ich bin sehr leise, wenn ich nicht gesehen werden will. Moment. Spannt die Bögen. Er schaut vor allem zur Richtung zu Yalan und dann zu Girion. Ich bin immer gespannt. Ja, zieht Pfeile und gibt ihr Deckung, bitte. Und dann nickt man ihr zu. Pass auf dich auf. Wir geben dir Fallunterdeckung und versuchen dich so gut zu schützen von dir, wie wir es können. Gut. Ja, Vertraus, pack dich am Arm. Oder Vertraus, pack dich am Arm. Mädchen, was hast du da vor? Ich will schauen, was mit ihm ist. Ja, Neugier hat schon einige umgebracht, aber
Nein, du siehst schon ziemlich zierlich aus. Deswegen bin ich auch nicht so leicht zu sehen, wenn ich mich anschleiche. Man lächelt dir so ein bisschen aufmunternd zu. Ah. Ja, die Bohnenstange ist auch ziemlich zierlich und er schleicht durch den Dschungel, als würde dir das gar nicht erwarten. Ich kann, ich verstehe nicht, was du da erreichen willst, aber, also, passen auf dich auf, aber sei dir der Gefahr bewusst, die da vorne lauern könnte. Ihr wolltet doch letztens an der Straße die Leichen auch abnehmen vom Baum. Das heißt genau das Gleiche. Sollen wir jetzt diskutieren oder soll ich mich ranschleichen? Wir kommen alle mal noch 20 Schritte mit ungefähr. Dann sind wir ungefähr 80 Schritte von dem Objekt entfernt. Und dann gehst du alleine den Rest, die restlichen Schritte. Dann sind wir nicht ganz so weit aus. 80 Schritte sind schon eine große Entfernung, wenn es um Nahkampf geht. Meint ihr nicht, man hört euch? Da muss ja nur einer irgendwie auf einen... Ja, auf 80 Schritt? Auf einen Ast? Mädchen, 80 Schritt, macht euch mal die Entfernung bewusst. Normalerweise kann man in diesem verfluchten Dschungel überhaupt keine 80 Schritt weit sehen. Wir sollten froh sein. Ja. Es geht ums Hören, nicht ums Sehen. Auch. Nun, auch ja. Auf 80 Schritt muss ich schon brüllen, damit mich einer hört. Also ich gucke dich nochmal von oben nach unten an, nick dann aber... Soll ich vorher nachsehen, ob es irgendwas Magisches ist? Wenn du es auf 80 Schritt Entfernung tun kannst, tu das gerne. Aber ich dachte eigentlich, dass der Kantus des Odem nur ein paar Schritt weit reicht, wenn man nicht sehr, sehr gut darin ist. Vielleicht ist er ja sehr, sehr gut darin. Ja, ich lasse mich gerne überraschen. Tendenziell nicht so gut, aber man kann ihn auf einen Sichtbereich wirken. Denk daran, einfach nur die Hälfte. Bitte? Denkt um eine Erfahrung nur die Hälfte. Outtime gesagt, am Ende die Sternchen werden halbiert zur Ermittlung, wie gut sie sind, wenn du es auf mehr als ein Objekt machst, also sprich Sichtbereich oder Umgebung. Ist Sichtbereich nach wie vor unter der Reichweite ZFW Schritt beschränkt? Natürlich. Ah, okay, dann kann ich es vergessen. Du musst die Reichweite erhöhen. Also, okay, so wir sind jetzt auf 80 Schritt dran. Lassen wir sie jetzt schleichen? Kann wir nicht erkennen, wer ja, ist Maraskana, aber... Er könnte auch mit dem Baum verwachsen sein, wenn das jetzt hier irgendwas Ungeschaffenes ist, wie Brindijan sagt. Das könnte also eine dämonische Kacke sein, das ist ziemlich gefährlich. Ich habe gehört, dass die Bäume auch laufen können. Ist das so einer? Konkret mit den Schultern? Das weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch ganz harmlos. Meint ihr, hier hat's Waldschrate? Nee, ich meine jetzt keine Waldschrate. Aber. Naja. Ich meine die dämonischen Eichen. Ja, habe ich gehört. Es hat keinen Zweck, hier herumzusetzen und uns zu unterhalten. Wir müssen endlich herausfinden, was da vor sich geht. Ja. Brindijan, könnt ihr magisch eure Sinne schärfen? Schleiche. Ja, ich wollte noch was beschreiben. Ich würde einmal noch die Hand nach unten auf den Boden halten und die Schlange wegschicken. Also ich gehe ohne Schlange. Dann werfe ich dir auch eine Schleiche. Ich wollte die ganze Zeit aber... Und während Wascher sich dann an einigen Steinen in eine ja, ziemlich große Steine, kann sie sich da auch in mehrere Lücken quetschen, kann da hindurch gelangen und mit dem Boden verschmelzen, an einigen ziemlich dicken Wurzeln hindurch, vielleicht auch drüber steigen, verschmilzt sie dann mit der Vegetation und bewegt sich nach und nach Stück für Stück weiter auf diesen Baum zu. Währenddessen wollte Brindijan was tun. Nee, ich hatte gerade überlegt, ob das Sinn macht, meine Sinne hier etwas zu schärfen, wie der Magier das, wie der Kasim das vorschlägt. Aber auf die Distanz wird das wahrscheinlich auch nicht ausreichen, deswegen mache ich nichts, wünsche der Washer nochmal viel Glück. Da vorsichtig sein und bleibe hier. Könntest du einen Schicksalspunkt benutzen, steht dir natürlich zu, wie jede Sitzung. Wenn du willst. Aber noch ist es ja nichts Bedrohliches, also lieber bevor ich da irgendwie später... Gut, dann nicht, noch eine Versteckenprobe. Vielleicht kriegst du irgendwas auf mich und dann brauche ich den auch. Noch eine Versteckenprobe. Und dann ja, trittst du halt auf Äste, auf Wurzeln, die dann unter dir knacken, noch einmal nachgeben. Gut, das Versteck hat geklappt. Rodrigo hat in der einen Hand das, die Axt, in der anderen Hand das Schild und macht sich darauf bereit, vielleicht dahin stürmen zu müssen, aber hofft natürlich, dass es das Beste ist, dass es wirklich harmlos ist und wir übertrieben vorsichtig waren. Jalan befingert nervös die Befiederung seines Pfeiles, wo auch immer, von welchem Tier die wohl herkommt, und wünscht sich leise, dass Ragnar hier wäre.
Ganz kurze Frage, wie gebe ich das bei Fantasy Grounds ein, wenn ich einen Meisterhandwerker einsetzen will? Da kannst du ein neues Talent anlegen, wenn du willst. Einmal rechtsklick bei Talente, Körper, dann kannst du ein neues erschaffen, also einen Eintrag erstellen und kannst du sagen Meisterhandwerk schleichen oder Meisterhandwerk sich verstecken. Das kannst du dann da nochmal zusätzlich eintragen. Oder du sagst jetzt, alles klar, ich habe dieses Meisterhandwerk und möchte vorher oder nachher boosten. Ach so. Also jetzt kannst du hast schon gewürfelt, das heißt, du kannst du noch nachträglich boosten, also 1:1. Also du könntest schleichen sagen, ich gebe 5 Astralic Gears, damit das auf 0 kommt. Oder du lässt es jetzt erstmal. Ich lasse es, ist alles gut. Gut. Ihr wisst, wo sie ist, aber auch nur, weil ihr gesehen habt, wie sie sich jetzt dann in diese Richtung bewegt. Ansonsten von einer anderen Position aus, wenn man nicht weiß, wo sie ist, könnte man sie eben übersehen. Das Problem ist einfach, dass man sie auch hört. Also man sieht sie vielleicht nicht unbedingt, aber man hört sie, während sie dann um diesen Baum zumarschiert. Die Affen über ihr schreien ab und zu auch mal oder auch ein paar Mücken, die jetzt hier um euch herum surren, aber ja, ihr Knacken kann man auch definitiv hören in dieser näheren Umgebung. Dann ist Wasche am Baum heran. Du siehst, ja, es ist eine maraskanische Person, die wohl weibliche Züge aufweist. Sie trägt eine dicke Pluderhose und auch einige ja, bunte, karierte Sachen, wie es die Maraskaner eben so tun. Alles im thulamidischen Stil gefertigt. Ihre Robe ist allerdings verrutscht, dadurch, dass sie jetzt an diesen Baum aufgehängt worden ist. Du kannst sehen, wie man sie wohl mit unglaublicher Gewalt auf eine schwarze Wurzel gerammt hat mit dem Gesicht nach unten, sodass sie auch gefehlt worden ist. Zum Glück verbirgt ihr der Umhang, den sie trägt, die höchstwahrscheinlich ziemlich elendig aussehenden Gesichtszüge, aber ja, du kannst sehen, wie ja, rotes Blut heruntergeronnen ist. Mittlerweile muss sie wohl schon ein bisschen länger hier hängen, du kannst es nicht genau einschätzen. Das Blut ist auf alle Fälle schon schwarz geworden, geronnen, einige Krusten, die dann auch an ihrem Umhang noch sind. Die Haare hängen noch unter ihrem Gesicht dann weiter nach unten. Ist auf alle Fälle tot, der Körper bewegt sich nicht. Aber weitere schwarze Wurzeln, die sich dann von unten nach oben gewunden haben, fast wie so ein Stalaktit. So könnte man, ja, Stalagmit eher. Nur, dass es dann eben Wurzeln sind und kein Stein. Sieht gruselig aus. Wie weit bin ich jetzt weg von ihr ungefähr? Also 10 Schritte ungefähr. Sehe ich irgendwas, mit dem ich mal vorsichtig, also nur was Kleines, in Richtung werfen kann? Weil die anderen haben mir irgendwas von dämonischen Sachen erzählt. Da hat man ja doch Angst, näher ranzugehen. Klar, also irgendwelche Früchte, die hier herumliegen, aufgeplatzt oder Steinchen. Dadurch, dass wir jetzt in einer felsigen, bergigen Region sind, geht das auf alle Fälle. Da wird so irgendwas mit. Kannst du dann aufheben und nach ihr werfen, wenn du willst. Ja, dann würde ich das machen. Vielleicht irgendeine Frucht, die vielleicht ein bisschen weich auch ist, dass wenn tatsächlich irgendwie noch irgendwas da nicht stimmt, dass man eben nicht direkt alles kaputt macht, indem man irgendwas wirft. Ja, du schmeißt das, was du dann vor dir hast, aufgenommen, irgendeine weiche, matschige Frucht. Kannst gerne auch mal einen Fernkampf würfeln, Fernkampfbasis, sei denn du hast noch was mit Wurfmesser. Wurfmesser, Wurfdolche, genau, das würde dann auch gehen. Ja. Und je nachdem, wie gut, kannst du dann auch dir das Ziel aussuchen. Okay, ja, ich habe Wurfmesser, habe ich glaube ich auf 9, soll ich dann auf den 9 werfen? Ja, dann würfel einfach mal die 9, genau. Nö, irgendwo daneben geworfen. Ja, knapp dabei. Du triffst den Stamm, aber die Person selbst nicht. Es bleibt aber alles ruhig. Also weder die Person bewegt sich, noch der Ast oder der Stamm. Ja, nehme ich was anderes und werf nochmal. Ja, kannst vielleicht ein bisschen näher kommen. Wenn du dann vielleicht zum dritten Mal wirfst, wirst du sie auch treffen. Und passiert immer noch nichts. Alles ruhig. Definitiv tot und die Äste oder der Baum bewegt sich aber nicht. Oh, dann würde ich mich auch mal aus der Deckung irgendwie bewegen und wirklich auch mal auf sie zu und mal näher ran sie richtig untersuchen wollen. Was tun die anderen dabei? Ihr könnt sehen, wie sie sich jetzt da herausschieben. Sie beobachten aber vor allem auch die Umgebung. Rodrigo hat ja gerade keinen Bogen in der Hand. Das heißt, die Bogenschützen achten wahrscheinlich stark auf sie und er möchte ein bisschen mehr auf die Umgebung achten. Ab und zu mal kurz zu ihr gucken, aber er denkt sich so, die anderen werden schon irgendwelche Kommentare abgeben, wenn da jetzt was ganz Tolles ist. Er will vor allem die Umgebung beobachten. Ob da irgendwas von den Seiten oder so kommt zu ihr, womit sie, wo sie vielleicht keine Augen gerade hat. Ja, Sinnschärfe in die Box, bitte. Dann schon mutig, die Kleine, oder? Ziemlich. Kasim schaut sich das auch genauer an. Und hält sich bereit, im Zweifel vielleicht zu zaubern.
hoffe, sie schätzt die Situation nicht falsch ein. Ich glaube tatsächlich, dass dort keine Gefahr herrscht. Wenn du dann im Hinterhalt ist, geht es jede Sekunde los. Also. Dann steht Wasche vor dem leblosen Körper. Also ich möchte so weit wie möglich auf dem Boden bleiben, ne? Also wirklich in Deckung quasi, dass ich mich nur vom Boden werfen kann, weil mir wurde auch gesagt, dass ein Bogenschützen und so weiter, also auch das ganze Schleichen wird sehr tief am Boden stattfinden. Ja, sie, also wenn du auf alle Viere abgehockt bist, wie so, ja, quasi Gollum, wenn man das so vergleicht, dann hängt sie mit dem Kopf direkt über dir oder neben dir auf gleicher Höhe. Also sie ist in etwas größerer Höhe, vielleicht auf diese Wurzel aufgespießt worden mit unglaublicher Wucht, vielleicht von oben runtergefallen. Kann man nicht genau sagen, aber sie hängt da wie gesagt immer noch, bewegt sich nicht, immer noch alles ziemlich ja, rot. Du kannst es auch riechen, dieser Geruch von Eisen, der in der Luft liegt, ganz schwach nur noch, weil der Körper ist auch ausgeblutet, das kannst du erkennen. Da ist eine ziemlich große Lache wohl in den Boden gelaufen. Ich würde gerne auf... Achso, Entschuldige. Ja, erzähl weiter. Ich würde gerne auf zwei Sachen achten, und zwar einmal, ob sie aussieht, als wäre sie durchsucht worden, also ob sie vielleicht irgendwas bei sich hatte, was die Leute interessiert hat, die sie da irgendwie so hingerichtet haben, nenn ich es mal. Und zweitens, auf dem Boden, ob ich Fußabdrücke sehe, und wenn ja, wie gut die halt noch sind, weil sie scheint ja schon länger da zu hängen, und wenn ja, wie viele, welche Größe, scheint es irgendwas Menschliches gewesen zu sein, irgendwas nicht Menschliches und so weiter. Gute Idee. Gute Idee, machen wir eine Fährtensucheprobe. Ich erleichtere sie dir in 5. Krieg ich da jetzt meine Maraskan-Dings damit rein? Nee, das hilft dir da nicht. Und die Erleichterung gebe ich einen Modifikator ein, wa? Genau, minus 5 ist das dann. Als Erleichterung kannst du aber auch so reinschmeißen, können wir die 5 nochmal zusätzlich abziehen. Oder draufrechnen. Gegner auch. Da. Gut, 7 Sternchen über. Ja, du kannst sehen, wie hier wohl eine Person mit ziemlich großen Füßen stand, und die gehören nicht zu der eigentlichen Person. Also irgendwer wird sich hier drauf geschoben haben, drauf gerammt haben. Das war eine menschliche oder eine humanoide Person. Ziemlich große Füße, vielleicht ein Mann, vielleicht eine Frau, die einfach unglaublich riesig ist, aber du gehst einfach davon, von der Größe aus, dass es ein Mann gewesen sein muss. Und der ist dann mit seinen schweren Stiefeln hier einmal durch das Blut gemarschiert, als es noch frisch war, hat dann ein paar Abdrücke hinterlassen, die du da auch noch erkennen kannst, und ist dann in Richtung West marschiert. Okay. Das also andere, einmal um den also... Baum herum in Richtung der Berge. Sieht sie aus, als hätte sie irgendwas bei sich gehabt, also als wäre sie durchsucht worden, ist die Kleidung zerrissen, ist sie vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, hat er sich an ihr vergangen oder so, also ist irgendwas auffällig? Nee, das nicht, aber du kannst sehen, dass sie auch eine schwere Wunde am Arm hat. Dadurch, dass sie jetzt kopfüber hängt, ist das nicht weiter aufgefallen, aber wenn du sie jetzt aufrichten würdest, würde ihr Unterarm auch zur Seite wegklappen, also auf alle Fälle ist ihre Elle durchschlagen und ihre Speiche hängt gerade noch, ja, an einem seidenen Faden, möchte man sagen, sodass, ja, mit einem bisschen Ruck könntest du ihr den Arm abreißen. Also da muss irgendjemand mit einer ziemlich guten Wucht ihr gegen den Arm geschlagen haben. Also da hat sie viel Blut verloren. Okay, dann gucke ich doch mal, ob sie... Das ist eine weibliche Person, wie gesagt, und der Umhang hängt immer noch über ihren Kopf rüber. Ob sie an der Hand irgendwas trägt, also ob sie vielleicht irgendeinen Ring hat an der Hand oder irgendwas oder ein Armband oder so, was halt quasi das rechtfertigt, dass er gerade eingeschlagen hat. Ansonsten würde ich mal nach den anderen gucken. Nee, da ist wenig. Ein paar hübsche Tätowierungen, die du erkennen kannst, dann nicht auf der Hand, sondern den Arm hoch. Irgendwas typisch Maraskanisches. Zar-Symbole, Boron-Symbole, ganz nett.